Es war ein Wochenende, das auch Tage später noch wehtut. Das 2:3 am Samstag gegen Union Berlin führte am Sonntagmittag dann zur einvernehmlichen Trennung von Club und Cheftrainer Sandro Schwarz. Die sportliche Situation nach 11 Spielen gab letztlich den Ausschlag und das Ganze, das könnt ihr mir ruhig glauben, lässt hier im 05er-Umfeld niemanden kalt. Und trotzdem natürlich irgendwie Gute zusammen zu der 05er-News-Ausgabe, die wir ja eigentlich ganz anders geplant hatten. Es ist ja klar, dass wir immer gesagt haben, der Verein steht über allem. Wir hinterfragen uns absolut und von daher war es wichtig, auch da die Köpfe zusammenzustecken, einfach auch Finger in die Wunde zu legen und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, was können wir tun, was können wir machen. Und da ist einfach auch ein Gefühl auch entstanden, dass es einfach in der Form dann nicht mehr weitergeht, dass wir was Neues machen möchten im Sinne des Vereins. Der Entscheidung vorangegangen war eine bittere Niederlage gegen den Aufsteiger. Union nahm die Punkte nicht unverdient mit zurück in die Hauptstadt. Spätestens beim zwischenzeitlichen 0:3 war die Verunsicherung der Mannschaft auf dem Platz deutlich sichtbar. Das späte Aufbäumen brachte noch 2 Tore und die Erkenntnis, dass doch eigentlich so viel mehr möglich gewesen wäre. Eigentlich ist es traurig, wenn du sagst, dass es doch eigentlich geht und dass es eigentlich leicht ist, warum wir es dann erst in den letzten 10 Minuten machen. Und deswegen gilt es heute, selbstkritisch zu sein, alles mal sacken zu lassen, auch was die Fans dann uns noch mitgeteilt haben. Und mal nicht viel reden, einfach mal das Schlucken mitnehmen, alles verarbeiten. Letzte Woche haben wir es nicht hingekriegt, ein Tor zu schießen. Dieses Mal haben wir es hingekriegt. Das ist schon mal so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir konstant die Leistung auf den Platz bringen. Und das fehlt uns seit Wochen. Auf dem Niveau, auch gegen Union Berlin, wird das gnadenlos bestraft. Und das muss jedem bewusst sein, der auf dem Platz steht. Ich denke, daran müssen wir anknüpfen. Ja, ansonsten müssen wir den Kopf oben halten, denn es geht dann nach der Länderspielpause in Hoffenheim weiter. So, da geht nicht irgendein Trainer, sondern einer, der hier mit Mainz 05 tief verwurzelt ist, der hier fußballerisch groß geworden ist. Einer, der sich immer mit dem Club und seinen Spielern identifiziert hat. Hier nochmal Rufen dazu. Sandro hat diesen Verein gelebt, geliebt, seine Spieler gelebt, geliebt, hat mit seinem Fachwissen, mit seiner Akribie, Emotionalität alles für diesen Verein wirklich bis zum Schluss gegeben. Das kann man nicht hoch genug betrachten und unterstreichen. Sandro hat sich dann auch nochmal von der Mannschaft dann auch emotional auch verabschiedet und zeigt einfach, was für ein herausragender Typ und Mensch er ist, Charakter. Und ist ein bitterer Moment. So, damit starten wir also in die Bundesliga-Pause. Das Training werden vorerst die bisherigen Co-Trainer Jan-Moritz Lichte und Michael Falkenmaier übernehmen. Die einzige öffentliche Einheit bislang ist am Dienstag um 10 Uhr angesetzt. Für alle weiteren Termine unter der Woche bleibt bitte auf dem Laufenden über die bekannten Kanäle. Und damit sind wir schon beim Blick auf den Nachwuchs. Na, und der ist diesmal durchweg positiv. Die U23 liefert sich einen offenen Schlagabtausch. Zu Hause gegen FK Pirmasens am Ende 4:4. Die Mainzer sogar noch mit einem verschossenen Elfer in der Nachspielzeit, stehen mit dem Punkt aber nach 17 Spieltagen auf einem guten 6. Platz. Die U19 bleibt ganz oben in der Tabelle nach dem deutlichen Derby-Sieg beim Lautern-Nachwuchs mit 5:1. Die U17 ist jetzt ebenfalls Tabellenführer, weil auch sie ihr Derby gewinnen konnte. Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und ebenfalls deutlich mit 4:1. So, und damit entlassen wir euch dann auch in besagte Bundesliga-Pause. Aber nicht vergessen, wir sehen und oder hören uns ja hoffentlich schon am Freitag wieder hier im Bruchwegstadion zum Testspiel gegen Darmstadt 98. Anstoß 16 Uhr. Die Tageskasten öffnen schon 1,5 Stunden vorher. Und wer nicht in Mainz ist, kann trotzdem live dabei sein, weil 05er TV die kompletten 90 Minuten überträgt. Also bis dahin, macht irgendwas draus.